Moin moin liebe Gestalten da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 17 mit Mediplay gestalten und Spiel Borussia Dortmund und gegen FC Ingolstadt 04 hier aus dem wunderschönen Westfalenstadion. Wir sind inzwischen ziemlich weit in der Saison. Ich weiß gar nicht, welcher Spieltag genau, 23, 24, irgendwas um den Dreh steht das zufällig hier? Steht nicht dabei, okay. Also wir vorne ist noch alles drin. Es ist unfassbar. Wir haben nach diesem Spiel gegen Ingolstadt eine zweiwöchige Pause und danach kommen die Knallerspiele. Erst geht's gegen Schalke, dann geht's gegen Hamburg und dann geht's gegen München. Also richtige Knallerspiele. Da geht schon einiges. Aber Fokus ist natürlich heute erstmal auf Ingolstadt. Ihr seht hier Reus, Dolberg und Aubameyang, unser offensives Dreigespann. Ich habe ja Dembélé entsprechend zu den Vorkommnissen, die aktuell hier so los sind in der Bundesliga bzw. beim BVB, auch entsprechend suspendiert. Das System ist dasselbe dasselbe geblieben. 4-3-3 möglich, das läuft so richtig schön. Ich denke, da geht was. So, hier Papa Sokrates, unser Capitano. Ich habe mal ein bisschen überlegt, ob ich da vielleicht irgendwann mal was ändern werde, aber noch ist nicht der Fall. Was? Ja, Wolf, wir erinnern uns, 2004, 2005 hatte der BVB enorme finanzielle Probleme. So, los geht's. Anpfiff. Bisschen nieselig hier. Könnte uns entgegenkommen, macht das Spiel schnell. Ging's dann steil nach oben. Mittlerweile ist auch diese Ära beendet. So. Aber der BVB dürfte gut aufgestellt sein für die Zukunft. Ja, also Guerrero. Gelegenheit für den BVB. Julian Weigel. Was? Oh, Weigel, Juli, Tor geschossen. War das Abseits? Oh, ärgerlich. Grundsätzlich war es ja eigentlich geplant, dass ich dazu zu Weigel spiele und nicht zu Dolberg. Aber wenn das geklappt hätte, wäre das natürlich pornös geworden, ne? Keine Frage. Wisst ihr noch, wie das Spiel ausging, das Hinspiel? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, da haben wir uns zu einem ganz, ganz knappen Ding durchgerungen irgendwie. Also mit Biegen und Brechen dann geschafft noch. Aber ich kann mich nicht mehr entsinnen. Da passt der klar. Doppelchance hier. Erst von Dolberg und dann von, ich glaube, Guerrero war das. Und? Ja, das dürfte Guerrero gewesen sein. Ich habe es jetzt nicht sehen können. Schade. Aber wir sind schon mal offensiv unterwegs. Das freut mich sehr. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Ein Raunen geht durchs Stadion. Er spielt den Steilpass. Nur auf Guerrero. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Der ist allerdings Linksfuß. Er schießt. Und da laufen die eigenen Männer rein. Schade. Hätte er klappen können. Oh, da haben wir eine 1 gegen 1. Matthew Lecky gegen Marc Bartra. Fairer Einsatz hier. Marc stellt sich hier gar nicht so dumm an. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Alter, das ist ja alles offen. Guerrero. Was passiert denn hier? Und Reus. Bin super gespannt, wie sich Dolberg schlägt, nachdem sich ja Mbappé wieder mal verletzt hat. Und halt leider nicht gerade wenig. Und irgendwie hält er ihn. Oh, schade. Das wäre ja zu geil. Hey, was macht denn ihr? Was? Hallo, dreh dich mal zum Ball. Falsche Richtung. Schöner Pass. Sehr gut aufgepasst. Ah, schade. Das war gerade irgendwie eine äußerst kuriose Situation. Da hätten wir mehr draus machen können. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Ja. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Wir wollen Lücke. Den sicheren Pass spielen heute, Fischcheck. Wie man sehen kann. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gut, dann muss halt Jule Weigel nach hinten rennen gegen Albert Cohen. Oder heißt der Albert? Ich glaube Albert. Und jetzt haben sie den Ball. Mr. Alban. Colin, Mr. Jetzt Aubameyang. Hey. Das war doch gar nicht Mr. Alban mit Colin, Mr. Wayne, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin da so ungewandert, vor allem was der Name angeht. Das Lied und alles, Mr. Alban, kenne ich vom Namen her so gehört, ja. Aber jetzt ein spezielles Lied. Das wird eine richtig schwierige Aufgabe. Ganz, ganz schwierig. Aber was willst du machen, ist halt so Sonny Kittel. Der Ball ist immer aus, das gibt Einwurf. Bei Ingolstadt war immer ein ewiges Talent, wenn ich mich ganz täusche, von Lautern. Cohen. Kittel. Nicht zu verwechseln mit den Coen-Brüdern, die machen Filme. Die sind im Film-Business.
So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Oh, oh. Gefahr! Die Defensive sicher steht. Gar kein Problem. Oh. Guerrero. Mist. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sicher. Oh nein, das gibt eine Ecke. Nein! Könnte gefährlich werden, das gibt Ecke. Was ist los? Irgendwie schlafen sie plötzlich alle wieder. Das ist irgendwas schüttelig. Das macht er stark. Er hat kein Problem bei diesem Gigi Donnarumma, ganz sicher. Grimaldo, der neue Linksverteidiger, der super flieg auf den Beinen ist. Jetzt vielleicht der BVB. Ah, da habe ich gehofft, dass der Reus da irgendwie in die Lücke reinrennt, aber irgendwie wollte er nicht so ganz. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Da wollte ich doch gerade sagen, zum Glück hat der Grimaldo dadurch ein paar Leute nach vorne gezogen. Christiansen. Ja, ja, nix da. Also beziehungsweise für uns nach vorne. Aber Leipert. Ist dich. Das ist könnte dich die Chance werden. Dankeschön. Und Piszczek. Ganz, ganz böser Fehlpass. Reus. So, Grimaldo, wo bist du? Ach. Ist ja nicht nur herausragend im Dribbling, sondern auch bei ruhenden Bällen. Ja, hat schon seiner super Schusstechnik den anderen Freistoß versenkt. Also Fouls in Strafraumnähe sollte man vermeiden. Mist! Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Das war hauptsächlich überraschend für mich gerade. Dahoud. Gute Möglichkeit. Jetzt der und Schuss. Oh, come on! Das gibt's doch nicht. Schon wieder dieses Aluminium. Wer hat davon noch nicht gehört? Das gute alte Aluminium. Hä? Das. Der greift ja für mich mit an. Oh, Christiansen. Pille hierher. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Nicht der da von Gladbach. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt. Klasse Technik. Schnell nach vorne. Jetzt hier hat Aubameyang sehr viel Platz. Der Gegner hat den Ball. Aber er nutzt sie nicht. Er nutzt sie doch. Er nutzt sie nicht. Er und nutzt den Schuss blockt der Abwehrspieler. Ah, oh, traumhaft. Marco Reus. Nein! Falscher Mann! Zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern überhaupt. Bringt ja alles mit. Das Geschwindigkeit, schon, mir fehlt Schuss ein und eine ganz feine Technik. Die Durchschlagskraft vorne so grundsätzlich war irgendwie. Marco Reus jetzt über die Außenbahn. Die Flagge fehlt kommt da ein bisschen rein. Den Köpfer. Und schon Peter Dolberg mit dem Köpfchen. Ach, Schande. Und das ist eine Ecke für Dortmund. Aber wir drücken hier schon ganz gut aufs Tempo. Was war das denn? Oh. Die Nachspielzeit, den zwei Minuten. Müssen. Viel Zeit ist das Papa! Nicht mehr. Jetzt scheppert's! Gleich! Es gibt einen Wurf! Eckfahren, Zielschießen, par excellence! Aubameyang. Tolle Flanke! Die Flanke holt sich der Verteidiger. Chance, Kinder, du! Jetzt müssen sie aufpassen bei dieser Ecke. Keeper war dran, er faustet den Ball. Da kommt der Schuss. Ah, Mist, das war's. Schade! So, haben wir allein durch die Nachspielzeit nochmal ungefähr 20 Chancen gehabt. Grob im Daumen gepeilt. In der zweiten Hälfte noch ungefähr. Mehr aber die Pille will noch nicht rein. Wir haben gute Chancen, keine Frage. Aber am knappsten war bisher Dolberg dran mit dem Lattenschuss. Das war eine ordentliche Kanone, die da rausging. Da sehen wir nochmal hier in der Mitte die Nummer 31. Das ist auch so ein Spieler, bei dem ich echt gespannt bin, wie der sich entwickelt. Der wird ja schon von allen gehypt. Hier bei Ajax Amsterdam. Also, wer weiß, was da los ist. Wie steht es bei den anderen Plätzen? Bayern führt 1-0 gegen Gladbach. Leipzig 1-0 gegen Bremen. Freiburg noch 0-0 gegen Augsburg. Aber was ist mit Köln? Köln war doch vor uns. Wo ist Köln? Köln spielt erst noch. Ah, schade. Lass mal erstmal die Aufstellung so, vielleicht bringe ich nachher noch Götze rein, wenn wir vorne ein bisschen Durchschlagskraft brauchen. Aber bis dahin hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt erstmal die ersten Minuten zumindest mal spielen. Gut, da hätte meine Oma jetzt auch hingepasst. Wird's jetzt gefährlich. Und die versteht so ungefähr gar nichts vom Fußball. Jetzt hat er den Ball. Und das ist schon hochgegriffen. Guerrero.
Nuno Aubameyang. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so einen Pass... Mahmoud Daoud! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Schöner Pass. Nochmal! Die Chance zu führen. Zum zweiten Mal Posten. Ja, wer kennt ihn nicht, den Hutner im Posten. Oh, Guerrero, was tust du mir an? Und jetzt ist der Ball geklärt. Durchgetreten. Unglücklich. Nun Sokratis. Jetzt hat er den Ball wieder. Da wollte ich mit dem Kopf durch die Wand. Kittel. Hat leider nicht geklappt. Oh, gleich gefährlich. Wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Könnt ihr mit gar nichts. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen den FC Schalke 04. Ganz das sind genau natürlich echt knaller Spiele, die jetzt kommen. Ne? Schalke, Bayern, Hamburg. Da dachte ich, ich wäre durch. Schade. Jule Weigel geht nach vorne, macht die Lücke, macht die Mitte natürlich auf, aber holt sich den Ball. Und hier kann er ihn behaupten, ne, weil ich mir uneinig bin, wo ich hinwechseln soll. Oder wo es generell hinwechseln soll. Ey! Schiri! Jetzt gehen sie über die Flügel. Danke. Ist aber auch, wäre aber auch sehr unfair gewesen. Sahut. Abwehrspieler hier mitgenommen. Kannst du nicht machen. Und Reus. Ja. Und stehen lassen hat er ihn. So, jetzt kommen wir hier ein bisschen Platz. Jetzt die Möglichkeit. Er pariert, aber der Ball. Was denn noch alles? Was muss passieren, dass Borussia Dortmund hier ein Tor schießt? Man weiß es nicht. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Oh Gott, da liegt der nächste Stürmer von mir am Boden. Ich hoffe, er kann noch weiter spielen. Die Gäste werden wechseln. Scheint wieder zu laufen. Ja, ja. Reus. Er hatte ja ein bisschen Bammel. Wir sind ja jetzt nicht gerade verletzungsfrei durch diese Saison. Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Ah, schade. Däuber ein bisschen aus der Puste, wie es mir scheint. Aubameyang. Muss ich da etwa reagieren? Jetzt wird's gefährlich. Mir wird es nicht, weil einfach alles voll ist. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass. Ah, da, ja. Gute Freistoßposition. Komm. Das ist da, eine gute nein, Chance. Nein, da muss man doch jetzt. Nein. Ich habe da so einen Spezialisten. Den hier. Passt mal auf. Der geht so daneben. Ich weiß es jetzt schon. Hey, was passiert hier? Gleich wird hier ausgewechselt. What? Werd ich? What? Frechheit. Wisst ihr, was ich mache? 17. Gutes Zuspiel. Vielleicht für Dortmund. Können Sie diese Ecke jetzt nutzen? Jetzt schauen wir uns mal den Teamvergleich in puncto Ecken an. Frechheit. Da klärt er wieder einmal. Gute Leistung. Nee, her damit. Danke. Da passt er auf. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ich brauche. Tennisspieler wollte ich gerade sagen. Brauchen wir ein paar Spieler im Zentrum? Gibt Vorteil hier. Geht er rein? Die nächste Ecke. Nochmal eine gute Gelegenheit. Ich drück. Es ist ja. Als wäre ich 70 auf dem Klo. Da! Schon wieder! Dahut. Souverän gemacht. War gar nicht so einfach. Nee, der war nicht einfach. Und jetzt ist es gefährlich. Konter! Und wir kennen die Ingolstädter. Die können das. Hinterseher. Love Forest! Hinterseher übrigens sehr verwandt. Wird's jetzt gefährlich? Hansi Hinterseher, wer kennt ihn nicht? Da steht er gut. Jawohl, den hat er. So Leute, jetzt wird gewechselt. Guerrero, du hast ein super Spiel gemacht. Pass mal auf. Du darfst weiter. Der Hut muss halt jetzt mal weichen. Ja, für Götze, habe ich gehört. Ja, der gute Götze, der ist sehr gut unterwegs aktuell. Ich könnte, soll ich mal Pulisic bringen? Schade. Eigentlich nicht. Der Dolberg stellt sich da vorne ganz gut an. Der hat auch einen Körper, den er da reinstellen kann. Ich behalte das jetzt mal zur so. Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Wir scheint bleiben so, dass die Dortmunder wechseln wollen. System, ja. Aubameyang geht hier in die Offensive. Da trennt er ihn fair vom Ball. Okay. So, wir haben keine Zeit. Oh, da wollte ich Mario Götze hin. Jetzt.
Das Ergebnis soll nun gehalten werden. Sie stellen auf eine defensive Taktik um jetzt. Sie ändern ihre Taktik, stehen jetzt ganz tief am eigenen 16er. Und ah, Götze! Da wollte ich gerade schießen. Noch irgendwas nach vorne zu machen. Kommt schon, Leute, wir haben keine Zeit. Piszczek. Nein! Warum hat er denn da verzögert? Warum hat er da verzögert, liebe Leute? Ich verstehe es nicht. Ich muss auch offensiv stellen. Wir müssen hier unbedingt punkten. Also wir müssen nicht zwingen. Jetzt müssen sie aufpassen. Wir sollten... Tolle Aktion vom Tor. Oh komm. Hat doch noch einmal. Also den hätte ich auch gehalten. So. Dafür verdient sie die Kohle nicht bei mir. Groß. Das wäre so. Der hätte jetzt aber das Remis. Und viele Chancen wird es hier nicht mehr geben. Lass mich in Ruhe. Er rettet hier vorerst das Unentschieden. Klasse gemacht. Ja, Ronaldo. Nach wie vor keine Tore hier. Lass uns doch schnell auf ihr nächstes ja, Match gucken. Ja, ja, ja. Der kommende Gegner vom BVB heißt FC Schalke 04. Ja, ja. Habe ich mitbekommen. Und da können Sie ruhig eine Schippe drauflegen im Vergleich zu heute. Ey, so schlecht spielen wir heute eigentlich gar nicht, finde ich. Guerrero. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Und Leute, hinne machen. Jetzt gibt es Einwurf. Mario Götze jetzt. Er verlucht's. Das ist unfassbar. Wir sind verflucht. Es ist alles verflucht. Allzu lange ist nicht mehr zu spielen. Aubameyang. Das ist doch unmöglich. Wie viele Chancen brauchen wir denn noch? Und jetzt geben die Fans hier noch mal Gas, gibt ordentlich was drauf an Nachspielzeit. Vielleicht geht ja noch was. Natürlich. Ich würde es mir natürlich wünschen. Jetzt noch mal was aus. Was ist denn da jetzt? Natürlich. Noch können sie das Ding hier gewinnen. Ja, das weiß ich auch, aber 4 Minuten ist natürlich jetzt schon mal mehr. Summer, ne? Da habe ich doch nicht hingedrückt, Mann! Hin, aber jetzt hat sie den Ball verloren. Ist nicht gut. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Der war erst richtig gut. Den Ball holt er sich. Das war's. Boah, und am Ende werden wir durch den Schusspfiff gerettet. Um also Gottes Willen. Was war da denn los? War heute richtig gut, wir waren so überlegen und es hat nicht funktioniert, da durchzukommen. Ja, sie haben sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen. Für die Fans. Das ist richtig ärgerlich. Ja, in dem Fall definitiv 2 Punkte verloren hier im Signal Iduna Park, beziehungsweise im Westfalenstadion. Hoffen wir mal, dass die anderen nicht zu sehr gepunktet haben. Köln spielt noch, Bayern hat gepunktet, das habe ich gesehen. Der Rest weiß ich gar nicht. Ist Hoffenheim auch bei uns davon? Ich habe absolut keine Ahnung, was die Tabelle angeht. So, Köln, Wolfsburg ist das noch. Wolfsburg ist das noch. Okay, so wie ich das sehe. Okay, wir sind zwar... Entschuldigung. Ich springe jetzt mal kurz auf die Tabelle. Wir haben alle 25 Spiele, das ist gut. Das heißt, wir sind effektiv 2 Punkte weg von Leverkusen. Leverkusen aber, Gottes Willen. Leverkusen, Köln, Wolfsburg, Bayern, Dortmund, Schalke. Was ist hier los? Oh, wir müssen... Gegen Schalke haben wir schon fast ein kleines Endspiel. Gegen München... Oh. Wo ist der HSV? Mittendrin, irgendwo und nirgendwo. Okay. Hui, das wären anstrengende Wochen. Jetzt gucken wir uns noch ganz kurz das Training. Das machen wir jetzt auch noch ganz schnell. Auswählen, ja, danke, kurz stoppen. Training machen wir noch ganz kurz. Das setzen wir an die Offen. Ach, die sind jetzt alle weg. Was ist denn das für eine fiese Art? Gut, wir wollten sowieso die Verteidigung. Die kann ich gar nicht. Was ist hier los? Dann Donnarumma ist auch weg. Sag, was ist denn? Ihr könnt doch nicht alle weggehen. Ja gut, dann muss ich mir was anderes überlegen. Dolberg, Mbappé ist verletzt. Dolberg ist weggeflogen. Flügelspieler Dembele. Emre Mors. Dann trainieren wir halt den Mann. Dann müssen wir halt heute mal ausnahmsweise die trainieren, die sonst einfach... die halt einfach da sind. So einfach ist das. Bleibt nichts anderes übrig. Kriegen wir aber trotzdem hin, denke ich. Also alle Spieler, die im Profikader sind, die, wie heißen sie, die hier, die, ne? Die anderen Spieler, die machen wir jetzt mal nicht. 140% hat der zugelegt. Respekt, Herr Kollege, Respekt. Torhüter haben wir auch noch einen, hier den Scuffet oder den, machen wir mal den Cesar. Los geht's,
alles simulieren. Und liebe Freunde, dann bedanke ich mich beim Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, auch mit dieser schlechten Trainingsleistung der Leute. Außer Moore, der hat delivered. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr einen Daumen da lasst. Und wenn ihr noch neu auf dem Kanal seid, ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wir fahren wie